Tag der Freiheit in England. Ab heute gibt es so gut wie keine Corona-Beschränkungen mehr für die Bürger in dem britischen Landesteil. Maskenpflicht und Abstandsregeln, das war gestern. Auch Clubs dürfen jetzt wieder öffnen. In London gelten teilweise noch einige Beschränkungen, weil Bürgermeister Sadiq Khan von der Labour-Partei einen strikteren Corona-Kurs fährt. Die Beschränkungen sollten aufgehoben werden. Wir müssen uns an ein Leben mit dem Virus gewöhnen. Ich finde, dass wir die Masken in geschlossenen Räumen und in öffentlichen Verkehrsmitteln weiterhin tragen sollten. Wenn man die Regeln beim Reisen befolgt und geimpft ist, dann ist es auch sicher. Wir sind vor kurzem nach Portugal gereist und hatten überhaupt keine Probleme. Ich drücke die Daumen, dass wir bald wieder normal reisen können. Zwar sind mehr als zwei Drittel der Erwachsenen in Großbritannien mindestens einmal geimpft, doch die Delta-Variante des Coronavirus verbreitet sich rasant schnell. Die 7-Tage-Inzidenz liegt mittlerweile bei 460. Ich finde, dass wir immer noch Masken tragen sollten. Ich bin gerade aus Brighton gekommen, also eine Stunde Zugfahrt, und ich war wirklich froh, dass die meisten Leute im Zug noch eine Maske getragen haben. Ich glaube, es ist zu früh, manche Sachen zu machen, wie in Clubs zu gehen. Ich werde das nicht tun. Ich finde, wir müssen den Sommer über vorsichtig sein. Eine der Regeln, die in Kraft bleibt, ist die Quarantäneverpflichtung nach Kontakt mit Infizierten. Das betrifft auch Premierminister Boris Johnson, der dem an Corona erkrankten Gesundheitsminister Sajid Javid nahegekommen war.